Tag Nummer 3. Taschenlampe an. Es ist noch sehr früh am Morgen. Also die Tage gehen echt schnell rum hier. Ich würde gerne den Müll hier irgendwie rausbringen, aber das dürfen wir anscheinend noch nicht. Haben wir es im Kühlschrank? I'm good food-wise for a long time. Cans of beans as far as the eye can see. Lecker. Wir ernähren uns nur von Boden. Haben wir wieder Tomaten? Wir haben wieder Tomaten. Okay. Jeden Tag können wir Tomaten ernten. Da ist die Frage, sollte ich vielleicht sogar noch mehr Tomaten pflanzen, damit wir noch mehr Geld kriegen? $5,40. Okay, jetzt haben wir auf jeden Fall mehr als genug. Und wir bauen jetzt erstmal den Hühnerstall. Wo baue ich den hin? Bauen wir den direkt ans Haus ran? Vielleicht können wir das Haus später nochmal erweitern. Wo macht der Hühnerstall Sinn? Hier ist eigentlich ist hier schon eine schöne Ecke, hier direkt am Haus. Aber, hier kann ich ihn hinbauen. Ach, wir bauen hier einen Zaun ran. Hühnerstall. Ist platziert. Oh. Kann man wieder aufsammeln? Ach so, weil ich den hier noch in der Hand habe. Okay, verlassen. Jetzt brauche ich halt nur noch einen Huhn, oder? Bau einen Hühnerstall an Tag 3. Haben wir geschafft. Huhn. Kostet 5. Wir haben 17. Huhn. 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 Die Frage ist, ich habe ja das Baubuch. Hühnerzaun. Ich hätte vielleicht noch ein bisschen Geld sammeln sollen. Unsere Hühner rennen weg. Die kommen zurück, oder? Huhn? Du wirst jetzt hoffentlich nicht wegrennen. Da komme ich definitiv nicht mehr hin. Schön, dass ihr da seid. Okay, wir gehen noch ein bisschen erkunden. Ist ja noch hell gerade. Wird bestimmt gleich wieder dunkel. Ich gehe mal hier runter gucken, wie weit wir hier laufen können. Hier ist abgesperrt. Komme ich hier wieder zurück? Oh, wir haben auf jeden Fall auch Ausdauer unten. Kann ich mit der Axt? Das geht nicht. Aber gehen die hier? Nee. Ein kleiner Schuppen. Wow, this looks like pure zinc. I read that an old factory is nearby. Alte Fabrik. Ich nehme es mit. Mal gucken, das können wir bestimmt verkaufen. Das gibt bestimmt Geld. Hier ist ein größerer Zaun.
haben wir gerade Herbst, weil die Blätter alle so rot sind. Sie könnte vielleicht wie so ein Steinbruch sein hier. Vielleicht können wir hier Steine abbauen später. Ah, und da hinten ist das Tor, da sind wir hergekommen. Okay, also das ist der ganze Bereich, wo wir momentan Zugriff drauf haben. Okay, wir hatten bis jetzt eine Erinnerung und einen kurzen Schockmoment, als oben die Schranktür aufgegangen ist. Wie viel kriegen wir denn für Metall? 30! Oh mein Gott, wir bauen einen Zaun. Gut, dass ich mich umgeguckt habe. Ich muss allerdings... Kann ich das Huhn nochmal nehmen? Huhn? Kann ich dich... Okay, wir bauen einen Hühnerzaun. Die Frage ist... Sind die dann in dem... ansonsten muss ich nochmal neue Hühner kaufen. Okay, hier bauen wir mal dicht dran vorbei. Und hier ein bisschen größer. Jetzt sperre ich doch meine Hühner selber aus. Okay, ich kann ja auch den Zaun nochmal löschen, wenn das nicht klappt. Vielleicht sind die Hühner ja am nächsten Tag hier wieder drin. Also hier kommen sie auf jeden Fall nicht durch den Zaun durch, den wir jetzt hier gebaut haben. Drei Hühnchen. Habe ich jetzt noch Geld für noch einen Huhn? 18. 1, 2, 3. 3. Drei Hühner draußen. Die sollen die anderen Hühner anlocken und dann schauen wir einfach mal, was passiert. Wir haben ja jetzt alles wahrscheinlich erfüllt, oder? Ja, Hühnerstall. Okay, es ist wieder Nacht. Der Tag ist schon wieder um. Also ein Tag hat ungefähr 10 Minuten hier. Was haben wir eigentlich hier hinten? Wichtig, wichtig, wichtig. Fenster schließen. Irgendwo ein offenes Fenster. Irgendwas zu finden hier. Ein Sack. Öffnen. Oh, Licht. Haben wir unendlich Strom? Warum habe ich da nicht die ganze Zeit schon dran gedacht? Erstmal über Licht machen. Was ist denn hier? It's rusted shut. Zugerostet. Geht wahrscheinlich in den Keller runter. Ich will nicht in den Keller. Schrank, du bleibst offen. Dann kannst du es nicht mehr erschrecken. Okay. Schlafenszeit. Na dann, bis morgen. Ich hab gesagt, bis morgen. I guess I'll take a quick look outside. I guess überhaupt nicht. I guess I gehe weiter schlafen, bitte. Spiel, was machst du mit mir? Okay. Taschenlampe. Licht ist noch an. Bitte was? Das war gerade noch nicht da. Unheimliches Gemälde. I don't remember this being here. Das Gemälde. Behalte das geheimnisvolle Gemälde im Flur im Auge. Es verändert sich auf subtile und manchmal auch nicht so subtile Weise
um deinen mentalen Zustand anzuzeigen und dich vor Gefahren zu warnen. Je furchterregender das Gemälde ist, desto größer ist die Gefahr, in der du dich befindest. Ich sagte doch, ich möchte bitte wieder schlafen gehen. Heißt das jetzt, das ist noch nicht so furchterregend, weil das noch so komplett verschwommen ist? Wir werden sowas von sterben. Aber ich nehme die Axt. Habt ihr meinen Hühnchen was getan? Das ist ein Vogel. Das Huhn will da rein. Moment, kann ich? Kann ich? Baumodus? Oh, es geht gerade nicht. Die Hühner möchten da rein. Okay, ich kann gerade nichts bauen. Ich muss nach diesem, was auch immer das ist hier. Adler? Falke? Steht da was hinter Baum? Hat hier gerade was Hey gesagt? Und jetzt? Ist wieder Schlafenszeit. Da oben fliegt er weg. Hey Huhn, kann ich dich nicht nehmen? Einfach und da reinsetzen. Also ich kann auch wirklich gerade nichts machen. Ich muss wirklich den nächsten Tag abwarten. Ich muss dann irgendwie die Hühner einfangen. Come on, Garrett. Get a grip. Warnung. Die einsamen Nächte könnten dich... Was? Können dich vernichten? Die Nachtstunden im Wald können besonders gefährlich sein. Du kannst die Nacht meiden, indem du deine To-Do-Liste abarbeitest und früh zu Bett gehst. Du kannst auch dein Haus reinigen und deinen Bauernhof ausbauen. Je größer dein Hof wird, desto mehr bist du vor gefährlichen Heimsuchungen geschützt. Das heißt, wir spielen eigentlich nur am Tag dieses Spiel. Ist das Gekritzel, was da gezeigt wird, jetzt ein schreckliches Bild? Ich habe keine Waffe. You're a grown-ass adult, Garrett. There's no one out here. Go and look around if you're so scared, you baby. Wir gehen noch einmal ums Haus rum. Er hat gesagt, wir sollen uns umgucken. Wenn nicht, ist das Spiel vorbei. Ist ja nur eine Demo. Ja. Wir müssen zurückgehen. Oh mein Gott. Habt ihr das gesehen? Das hat irgendwas geraschelt. Ja. Und Fernseher. What? Bitte. Da unten ist jemand im Haus. Zu viel Angst, um jetzt zu schlafen. Nein, wir müssen nach unten gehen und die Fenster zumachen. Jetzt müssen wir schlafen. Aber ganz schnell. Ach, du heiliger Wimmer.